Tabletop-Freunde, der Schleppi ist hier und ich zeige euch heute mal meinen Kult Mechanicus. Meine Skitarri habt ihr ja schon gesehen. Und dann dachte ich mir, kriegt auch noch das Kult Mechanicus auf Ohren. Oder beziehungsweise auf den Augen gedrückt. Den Knight habe ich einfach mal jetzt mit reingenommen, weil für einen Knight extra einen Showcase machen, denke ich mal, ist ein wenig sinnfrei. So, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, ganz normal bei den Standardeinheiten. Da habe ich ein Dreier-Trupp Plasmawerfer mit Cognis Flamer ausgerüstet. Einfach so als Alternative dazu, zu dem Grafspaß, der hier kommt. Dort habe ich nämlich 7x Graf mit meistens den Phosphorblaster, ich glaube bis auf einen. Himmchen da. Der hat einen Flammenwerfer. Obwohl ich jetzt sagen muss, im Nachhinein, glaube ich, hätte ich allen lieber einen Flamer gegeben, weil... Also die Plasmawerfer, die bringen das eigentlich nicht so. Aber leider kostet der Flammenwerfer einfach mal 5 Punkte mehr. Das auf einer Masse gesehen, da könnte sich ja fast schon komplett noch ein Destroyer mit einpacken, wenn man nur auf 7 hochrechnet. So, weiter im Standard. Einmal hier rüber schwenken. Wupp, wupp. Zweimal Breacher. Einmal mit Torsionsklaune und Hydraulik, Torsionswaffe, Torsionskanone und Hydraulikklaue. Und einmal mit dem Lichtbogengewehr und der Lichtbogenklaue. Dann im Elite, beziehungsweise schwere Unterstützung Elite, sind ja die Priester, die ich bis jetzt leider noch nicht fertig habe. Kommen irgendwann mal in Zukunft. Da habe ich auf jeden Fall Gas drauf, aber einfach zu viel neuen Krams. Da komme ich gar nicht hinterher. Aber das folgt in weiteren Showcases. So, dann habe ich hier die Castellan Robots mit gemischter Bewaffnung, einfach um ein bisschen Flexibilität mit reinzubringen. Zwei Datenschmiede. Den Engine Seer habe ich als Datenschmied geproxt, weil geiles Modell, der passt da ziemlich gut rein. Und warum zweimal den gleichen nehmen, wenn man zwei unterschiedliche nehmen kann? Deswegen, ja, sieht cool aus. Im HQ natürlich Belisarius Call, jetzt neu im Kult Mechanicus dabei. Bin ich ganz stolz drauf auf meinen kleinen Kerli hier. Ist mir sehr gut gelungen, finde ich. Für mich persönlich, für meinen Malstandard ist der definitiv ausreichend. Und ja, gut, die Werte solltet ihr ja eigentlich kennen als Mechanikum-Spieler. Stärke 10, DS1 Waffe mit W3 Schuss. Dann Tausende von Nahkampfattacken durch den Mechandriten-Harnisch und diesen kleine Spinne da und zusätzlich da war noch mit seiner Lichtbogenklaue zuschlagen und oder alternativ dazu mit mit seiner Power-Axt und Datenstachel und ja, ganz viel auf jeden Fall und ganz toll. Leider habe ich noch nicht selber gespielt, weil momentan komme ich nicht so zum Spielen irgendwie. Deswegen, ja, ich bin guter Dinge, dass er bald mal auf dem Schlachtfeld erscheinen wird und euch mal was zeigt, was er kann oder auch nicht. Und dann noch der normale Tech Priest, den ihr aus meinen anderen Battle Reports ja schon kennt. Im Prinzip sind dazu gekommen die Arc Rifles, davon werden definitiv auch noch mal ein paar kommen. Und die Plasmawerfer, die sind relativ neu und noch in keinem Battle Report aufgetaucht, genauso wie Belisarius Call. Und natürlich der Knight. Ein Knight Crusader mit Gatling Gun, Thermalkanone
Und der Stormpod, Rocket Gedöns und ein 5-Punkte-Melter vorne dran. Ist mir auch ganz gut gelungen. War, glaube ich, so mit eins der ersten Airbrush-Arbeiten, die ich gemacht habe. Also große Teile, jetzt abgesehen von den Triarus-Amos-Conveyor, ist der jetzt der zweite Airbrush-Großprojekt von mir. Ist ganz gut geworden, also ich bin auf jeden Fall damit zufrieden. Hat mir Spaß gemacht. Ja, das ist also mein Kultmechanikus. Wie ich das spiele, meistens relativ flexibel, weil man hat eigentlich, obwohl man mit den Einheiten beschränkt ist und doch gute Möglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten und Symbiosen in der kompletten Adeptus Mechanicus Range. Und natürlich durch das neue Kontingent im Gathering Storm ist da natürlich noch einiges bei zugekommen, dass man jetzt auch die Skitaris und die Kultmechanikus in ein Kontingent bekommt. Aber durch die Sonderregeln leider ja, ein bisschen Banane, dass man den Maximalbonus braucht, damit die voneinander profitieren, die Lobgesänge und die Doktrin. Deswegen ist zwar nett, aber für mich macht es nur bei den Skitaris Sinn, wenn man Macht des Maschinengeistes für die Dune Crawler ausnutzt. Aber das ist ein anderes Thema und das werden wir eventuell demnächst bei unseren weiterführenden Admech-Einsteigerleitfaden noch besprechen, den ich dann bald auch mal wieder in Angriff nehme. So, ja, so meine Lieblingsformation ist eigentlich einmal so, wie sie hier eigentlich steht. Das ist die Holy Requisitioner-Formation. Könnte man natürlich jetzt auch mit Belisarius zusammen vermischen, sodass man den Tech Priest Dominus auswechselt und zu dem Belisarius da reinpackt. Dann finde ich das Elimination Maniple noch extrem gut. Das sind, ich glaube, zwei bis drei Einheiten von den Destroyern in gemischter Bewaffnung, also so wie man möchte, und Castellan Robots. Und das bewirkt im Prinzip, wenn ja, die Phosphorblaster von den Castellans treffen und verwunden, schießen die Destroyer mit BF plus 1 und Deckung ignorierend. Das ist schon ziemlich mächtig. Ganz oft propst der leider nicht, weil entweder stirbt das Objekt, wo die Kastellanen drauf schießen, oder es geht keine Verwundung durch. Ist immer so, nee. Ja, nochmal zurück zur Holy Requisitioner. Ja, das ist ja die Formation, die an Missionszielen runterschockt in Runde 2, wo man den Reservewurf wiederholen darf. Und man muss nicht an Missionszielen schocken, aber der Vorteil ist, man weicht nicht ab. Also der Tech Priest fängt an und alle Einheiten um den Tech Priest rum weichen dann auch nicht ab. Ansonsten fungieren die alles als einzelne Einheiten. Die drei. Man braucht dann zwei Einheiten von den Breachern und eine Einheit von den Tech Priest. Ja, leider momentan etwas zu kurz gekommen, mein Kultmechanikus. Weil ich bis dato eigentlich ganz gerne die Skitarii-Only spiele. Deswegen wird demnächst aber mal wieder vielleicht mal ein reiner Kultmechanikus Battle Report folgen oder vielleicht auch nur minimale Besetzung des Skitarii, weil ich denke mal von den Punkten technisch, wie das hier steht, ist das einiges. Und ja, ich hab jetzt überhaupt keinen Überblick, wie viele Punkte ich hier überhaupt stehen habe. Aber da werden bestimmt so um die 2000 Punkte werden es bestimmt sein. Also irgendwo zwischen 1,5 und 2000 Punkte. Ja, gut. Hier. Da streiten sich jetzt natürlich die Geister, ob man die zusammen spielen kann. Die einen sagen, nein, weil das sind ja Plasmawaffen. Und das hier, also man braucht für die Plasmawaffen, so wie sie im Regelbuch stehen, und das sind ja Plasmakaliber. Und Plasmakaliber steht ja nicht im Regelbuch drin. Ja, ich bin der Meinung, das ist Plasma. Das ist Mechanikum. Und das ist ein Mechanikumgebäude. Also kann man die wohl auch miteinander zusammen spielen.
Nur weil er jetzt dahinter ein Kaliber ist. Kaliber ist vielleicht auch nur die Betitelung dieser Waffe, genauso wie Plasmawerfer oder Plasmakanone. Ne? Und vielleicht ist Kaliber einfach eine andere Art von Waffen. Und nur weil es nicht, noch nicht im FAQ steht oder erratiert worden ist. Also ich bin der Meinung, man kann die dazu spielen. Und wenn einer irgendwo eine Regel dazu hat, die explizit sagt, dass Plasmakaliber nicht dazu kommen oder nicht dazu gehören, dann könnt ihr mir das gerne mal verlinken unter dem Video. Und wenn man das überlegt, es ist gar nicht so mächtig, wenn man das nicht in der War Convocation spielt. Weil auf 1 und 2 überhitzt das und bei 6er Deckungswürfe bekommt man Stärke 6 Treffer. Ist eigentlich mehr risky als spaßig und man ist halt total stationär. Also man muss auch den Vorteil und dazu aber auch den Nachteil sehen. Man kann sich ja nicht nur sagen, boah ja, der schießt da mit 5 Zoll Schablonen in der Gegend rum. Nee, das klappt, das ist auch nicht richtig. Ne? Aber wie gesagt, man muss ja auch die Kosten dafür bezahlen. Und die Kosten sind halt, sich selber wegzuschmelzen. Wahrscheinlich, wenn man Pech hat. Das muss man ja mitbedenken. Also, ich bin der Meinung, man kann die dazu spielen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, gut, dazu Graf braucht man ja nicht viel sagen. Marine Killer, Thermi Killer. Tötet alles mit hohem Rüstungswert von 2 bis 3. Bei 4 wird es schon knifflig, aber auf Turnieren, ja, schwierig die zu spielen. Also, das, was ich auf dem letzten Turnier gesehen habe, war schon ein bisschen hart. Weil einfach viele miteinander kombinieren und einfach der höchste Rüstungswert geht. Und wenn da einfach irgendwelche Wölfe oder Chaosbruten vorne weglaufen, dann, oder fliegende Dämonenprinzen zum Beispiel, dann denkt man sich nur, ja, nein, nicht cool. Dann bringt das nämlich auch nicht viel. Dann ist das einfach nur Kniffeln. Und wenn dann der Dämonenprinz nicht mal eine Rüstung hat, ja, dann Prost Mahlzeit. Ein wenig entgegenwirken kann man bei Flieger jetzt mit dem Momento-Dingsterbums, das Bex hier, dass eine Einheit Flugabwehr, Monsterjäger, Panzerjäger geben kann. Das ist vielleicht ganz interessant bei dem Graf-Kniften, wenn man die da rein tut. Oder bei den Castellan-Robots. Oder allgemein bei Torsionskanonen. Ne, Stärke 8, DS1 und dann vielleicht Monsterjäger, ist auch ziemlich cool, oder Panzerjäger bei Impuls. Ja, gibt auf jeden Fall schon nette Momentum Mortispec, so heißt. So, jetzt habe ich's. Ja, es gibt auf jeden Fall schon nette Kombinationsmöglichkeiten damit. Und ja, den Knight habe ich bis jetzt erst einmal gespielt, aber auch Offcam. War ich eigentlich recht zufrieden damit. Obwohl man sagen muss, im Nahkampf ist der ja natürlich so meh. Aber ist ja logisch bei doppelter Schussbewaffnung. Aber ich war zufrieden. Also der hat seine Punkte definitiv reingeholt. Also der hatte bei den Necrons ein paar Barken weggeballert und ein paar Krieger und hier und da mal was. Also hat schon Spaß gemacht, mit dem zusammenzuarbeiten, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, also das. Achso, wer das gerne wissen möchte, die grünen Visiere, das ist Tamiya-Farbe. Tamiya Clear Green ist eigentlich ganz nett für diese Visiere. Man sieht, wenn man darunter noch so ein bisschen Silber macht, dann ist das ein bisschen shiny shiny. Also noch mehr shiny. Diese Netze hier, diese Tarnnetze, sollen die Repulsionsgitter ein wenig darstellen. Dazu hat Crunchy ein Tutorial gemacht. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut mal rein. Das ist eigentlich relativ simpel gemacht. Einfach ein Fliegengitternetz und dazu dann ein paar Glazes da drauf gemacht. Guckt einfach mal rein. Beim Crunchy sein Video, da hat er es eigentlich alles schön detailliert erklärt, wie er das da gemacht hat. Und deswegen,
sieht's so cool aus. Ja. Ansonsten, falls ihr Anregungen habt, Fragen oder auch mal Wunschlisten, die ich damit spielen soll, auch zusammen mit Skitari, wie ihr die gerne sehen möchtet auf dem Battlefield, dann oder gegen wen, dann schreibt doch einfach mal, kommentiert fleißig. Ich muss ja nochmal hier die schöne Kirche des Atoms zeigen. Also da nochmal vielen Dank an meiner Freundin. Die hat nämlich dieses Gebäude hier und hier diese kleine Farmerscheune. Innerhalb von einem Abend haben wir die zusammen fertig gemacht, weil wir extrem, ja nicht extrem, aber wir hatten ein wenig für das letzte Turnier ein bisschen Geländemangel. Da mussten wir nämlich 15 Tische ausstatten. Ja, und da haben wir dann hier so ein bisschen Gelände gebastelt. So kein Pfeife und Deli-Style, aber für einen Abend ist das auf jeden Fall ganz gut geworden. Hier die Container auch, das sind alte Papprollen. Ein bisschen mit so Deckel drauf gemacht. Einfach auf schnell, schnell gemacht, aber Leute, easy peasy. Sieht okay aus, es reicht. Muss nicht immer GW-Stuff sein, also geht auch mal was anderes, ne? Finde ich, und so schlecht ist ja jetzt ist auch gar nicht geworden. Okay. Das war's dann meinerseits. Und wie gesagt, kommentiert, liked, gebt uns ein Follow. Etc. pp. Ihr kennt das ja, das Spielchen, ne? Ihr wisst ja, wie YouTube funktioniert. Bis dahin, haut da rein, euer Schleppi.